So, wir haben uns ja jetzt hier so ein bisschen angefreundet, ja? Dann kann ich ja jetzt vielleicht mal dich kurz untersuchen. Hereinspaziert. Ciabatta. Hallo. Wie versuche ich das Tier woanders zu platzieren? Hier, lege das Tier auf den Untersuchungstisch. Lege? I'm not sure about that. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge Animal Shelter Simulator. Ja, heute, was war das? Heute habe ich mir mal überlegt, wir gehen endlich zu den Pferden. Und ich wollte mal gucken, ich habe ja letztes Mal extra ein bisschen investiert. Nee, andersrum, ich habe extra nicht investiert, damit ich... Oh mein Gott, was schreit die so? Ich habe extra ein bisschen Geld angehäuft, damit ich da gut was auch bekomme, wenn ich mir da ein bisschen was erweitern will bei den Pferden. Wir gucken nochmal. Wie sieht's aus? 65.000, das ist sehr, sehr gut. Und global bin ich jetzt natürlich auch aufgestiegen und auf Platz 5, was sehr gut ist. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich hier Platz 1 bin. Stopp! Ich wollte mir doch noch die ganzen E-Mails angucken vom letzten Mal. 468. Also das lohnt sich ja überhaupt nicht, ne? Wenn die Tiere krank werden, das lohnt sich, ja. Weil halt zwischendurch immer Geldmittel auf mein Konto überwiesen werden. So 7.800, das ist halt schon richtig viel. Und das ist dann eher so eine Aufwandsentschädigung von den Leuten. Neue Informationen von Riemchen. Aber das finde ich auch immer voll schön, wenn die dann nachher nochmal beschreiben, wie schön das ist. Und ne, so Riemchen bringt viel Leben in unser Haus und bringt uns zum Lachen und so. Das ist richtig schön. Ach so, und dann gibt es nämlich manchmal auch noch eine Spende, wenn die sich so freuen im Nachgang. Oh, vielleicht ist das ja tatsächlich so, wenn das richtig gut zusammenpasst oder ab einer bestimmten Zahl oder so, also einem bestimmten Punktewert, dass man da dann vielleicht später nochmal eine Spende kriegt, weil die einfach so gut zusammenpassen. Das wäre cool. Geschenk? Ach so, das sind dann wieder einfach nur so zwischendurch irgendwelche Leute, die halt uns zwar schenken, aber die nicht die Voraussetzung erfüllen, um ein Tier zu adoptieren. Danke für das Haustier. Das ist immer was anderes. Das ist das, wenn man das Tier abholt. Das ist Danke für das Haustier. Überraschung. Achso, ich bin aufgestiegen. Und dann die neue Information. Das sind, glaube ich, immer diese Spenden danach. Nochmal ein Aufstieg. Hill. Information. Oder ist das immer... Oh, jetzt weiß ich nicht, ob das das Gleiche ist. Aber ich habe doch so viel. Ich habe doch nicht 21 Tiere vermittelt beim letzten Mal. 8.400. Wow. Information über Romeo. Och, das war echt so eine schlimme Folge das letzte Mal. Ich wusste gar nicht, dass ich da auch immer noch mal Informationen bekomme, wenn die Untersuchungsergebnisse nichts zeigen. Und dass sie dann sagen, ja, bitte machen Sie noch mehr Tests. Ja, ach nee. Danke für das Haustier. Information. Danke, danke. Geschenk. Information über Robin. Oder ist das immer das Gleiche? Oh, ich weiß es nicht. 9.000. Ja, what the hell? Das ist ja richtig viel. Alter, als gelesen markieren. So, jetzt können wir eigentlich losgehen. Hier ist auch alles schön sauber. Und dann gehen wir zum Pferdehof. Hallo, ich war längere Zeit nicht da. Ich weiß nicht, ob ich diesen alten Stall überhaupt noch brauche. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich gar nicht unbedingt notwendig. Boden sauber halten. Oh, es kann auch sein, dass sich hier wieder ein bisschen was verändert hat. Eventuell verkaufe ich das. Aber dann würde ich vorher die Dinger hier rausnehmen. Ja, komm, ich mach das. Ich will nicht so viele Sachen haben. Mein süßes Alligator-Plüschtier. Stroh. Ach, mein Gott. Ah, die kann ich ja natürlich alle gar nicht heben. Ah, nee. Die kann ich. Ja, dann muss ich dir... Boah, wo kann ich denn das mal... Oh, da steht ja sogar noch ein Karton. Habe ich hier eigentlich auch Mitarbeiter? Wie war denn das nochmal? Ich kann die sogar hier draußen hinstellen. Ey, das ist ja voll gut. Voll perfekt. Da kann man auch richtig gut mit dekorieren mit den Dingern. Gerade so Heuballen finde ich sehr dekorativ. Am liebsten hätte ich natürlich den großen Stall. Das ist wahrscheinlich am schönsten. Befürchte, ich habe hier auch noch was drin, was ich wahrscheinlich da nicht mehr rausnehmen kann. Oh, doch. Oh, ich kann den Leckstein wieder mitnehmen. Ich möchte bitte das Essen wieder rauspulen. Oder kann ich den... Ach, den kann ich auch mitnehmen. Haha, haha. Habe ich ja gar nichts verloren. Hier liegt auch ein Alligator. Stimmt, da wurde mir immer angezeigt, dass ich Alligatoren wieder bekommen habe. Und ich wusste nicht, wo die sind. Vielleicht war das ja auch hier auf dem Pferdehof. Ups, kann ich nicht stapeln. Mist. Wie viele Sachen habe ich denn hier? Das kann ich bestimmt auch nicht stapeln. Nein. Vielleicht hätte ich es einfach alles verkaufen sollen. Wobei, naja, muss ich es ja auch nochmal tragen. Das ist auch Quatsch. Den Mob noch und dann haben wir, glaube ich, alles. Und das ist nämlich ja schon der schöne Stall. Hier habe ich, glaube ich, auch schon theoretisch alles stehen, was ich benötige, oder? Nee, einen Mob habe ich ja gar nicht. Na dann kommt hier auch noch ein Mob hin. Dann machen wir vielleicht erstmal hier auch die Ausstattung. Haben wir da denn Lecksteine? Ja, hier Leckstein und Heu. Falls sie denn das tatsächlich auch brauchen sollen. Ich weiß das gar nicht so, ob sie es wirklich auch benutzen oder ob das nur Deko ist. Hm. Also ich würde ja mir wünschen, dass sie das brauchen. Jetzt bin ich gerade so unschlüssig, ob ich das hier überhaupt so... Ah, ich weiß nicht, ob ich den hier dann so lassen soll oder ob ich einfach nur das andere mir hole. Also nur den großen Stall und den hier dann auch nicht mehr nutze. Vielleicht nehme ich den großen Stall hier auf die andere Seite und warte dann erstmal ab, ob ich den brauche. Weil eigentlich ist das immer zu viel. Und mein Büro ist ja immer noch klitzeklein. Ich habe ja noch das Anfangsbüro. Ach, Herr Jemine. Oh, Bilder. Ja, stimmt. Ich wurde auch noch aufgeklärt, wenn ich mein Büro verschiebe, dann soll ich die Bilder vorher abnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will.
sind mir die Bilder so wichtig, dass ich die dann, voila, dass ich die dann abnehmen muss? Oder mache ich einfach neue? Habe ich die nicht sowieso dann auf dem PC noch? Oder sind die weg, wenn die Pferde weg sind? Ich habe doch eine Galerie. Da müsste ich doch eigentlich alle Bilder noch drauf haben von allen Pferden. Beziehungsweise generell von allen Tieren. Das ist hübsch, ne? Von Bella. Das ist auch sehr schön von Gisela. Oh, ich habe noch gar nicht geguckt. Wir haben doch die C-Folge. Jetzt haben wir natürlich Pferde mit C. Warum blendet das so? Hör auf. Ich muss auf jeden Fall mal einloggen und gucken, ob ich hier auch Mitarbeiter habe. Nein. Das ist nämlich das Problem. Ich kann auch, glaube ich, keine einstellen. Nein. Meine Reputationspunkte sind hier einfach zu wenig. Ich nehme immer nur das Geld mit, aber nicht die Reputationspunkte. Ha, hier bin ich erst regional. Ja, regional auf Platz 4. Also richtig weit unten. Eieiei, das ist wirklich schlecht. Anzahl der Pferdeboxen. Ein Stern habe ich nur. Uje, hier muss ich ja wirklich fast von vorne anfangen. Ich wollte auf jeden Fall vorher nochmal gucken, was ich jetzt hier bauen könnte. Ich habe ja auch noch Erweiterungstickets, 4 Stück. Sind die eigentlich miteinander kompatibel? Nee, ich glaube nicht. Entweder hier oder drüben welche. Wie groß wäre denn das Größte? Brauche ich hier bei den Pferden eine Klinik? Oh oh, einfache Pferdeklinik. Ich brauche eine Klinik. Oh je, Veterinärklinik. Ah, das ist aber nicht hier kompatibel. Okay, also, das heißt, Veterinär mit den schwierigen Krankheiten gibt es nur bei den anderen. Aber hier habe ich noch gar keine Klinik. Das ist natürlich ein Problem jetzt. Da muss ich erstmal kaufen. Vor allem, die muss irgendwo auch an den Eingang. Irgendwie zentral muss die liegen. Hä, wieso kann ich die nicht kaufen? Ah, hier. Oh Gott, das hat Ewigkeiten gerade gedauert. Ja, wissen wir. Wir kennen die Klinik. Das hier ist allerdings eine einfache Pferdeklinik, also ist das ein bisschen was anderes. Ich würde die hier vorne hinsetzen und dafür das hier verkaufen. So, dann holen wir erstmal das da, nehmen wir auch verkaufen, bringen den Stall hier raus. Brauchen wir nicht. 3408. Mit Einrichtung, ja. So, weg damit. Da gucke ich mal vorher, wie groß denn so ein neuer Stall wäre. Achso, das ist gar nicht hier. Ach, das ist mal verwirrend. Pferdehof. Ich habe ja ein extra Ding für Pferdehof. Okay. Premiumstall kostet 22.000. Wir haben den hier. Pferdekoppel Level 15, Level 3 für 15.000. Das ist halt einfach so groß wie das komplette Gebiet, was ich hier habe. Übertreibt doch nicht so heftig. Eieiei. Kann ich überhaupt rauszoomen? Ich kann noch nicht mal so weit rauszoomen. Nee, komm, das. Also, nee. Pferdekoppel habe ich jetzt noch nicht. Nee. Den Platz habe ich nicht. Aber vielleicht habe ich Platz für den Premiumstall. Der passt bestimmt nicht dazwischen. Das ist jetzt schlecht. Dann hätte ich halt gerne hier am Eingang. Okay, das passt auch nicht. Dann würde ich mir hier so ein Teil kaufen. Kann ich den schon mal irgendwo... Nee, kann ich nicht. Ich wollte ihn doch nur mal kurz zwischenlagern. Manu. So, dann kommt der mal eben dorthin. Und ich habe ja 4 Tickets. Dann hole ich mir erstmal das da. Und da ich noch nicht weiß, in welche Richtung ich weiterbauen will, hole ich mir, glaube ich, erstmal nichts. Ich hätte so gerne auch hier ein größeres Büro. Ich finde dieses klitzekleine Büro irgendwie so fiddelig. Weiß ich nicht, das ist irgendwie so klitzeklein. Und dann würde ich auch sagen, hier ist der Eingang. Moment, muss ich da irgendwas machen noch? Nee, ne? Hier komme ich ja noch durch, denke ich mal. Dann ist da der Eingang und kann da dann auch direkt die ganzen Sachen abstellen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich ja dann hier reinkomme und die versorge. Dann habe ich hier mein Auffangbecken für alles Mögliche. Die muss ich ja noch drehen. Boah, wo ist denn da wohl der Eingang? Wo soll ich denn die Boxen hin tun? Ist ja relativ wurscht. Ist da vorne so eine Tütensammlung? Ich sehe das gerade nicht. Kann ja relativ weit hier ran. Ja, jetzt habe ich ja erstmal den ich nicht unbedingt brauche, aber dann das und das. Das wird auf jeden Fall nicht so stehen bleiben und das hier wird auch nicht so bleiben. Aber ich muss mir erstmal ein paar mehr Erweiterungstickets erarbeiten. Ich weiß gar nicht genau, wie ich die kriege. Ich glaube wahrscheinlich durch Sterne oder wenn ich halt irgendwie aufsteige im Rang. Da bekomme ich dann bestimmt was. Aber das muss ich vorher noch einrichten. Ich habe schon wieder so viel Kohle ausgegeben. Alles, was ich in der letzten Folge verdient habe, ist, glaube ich, schon wieder weg. Ich weiß auch nicht mehr, wie das aussah mit dem Einkommen von Pferden. Wie viel bekomme ich, wenn ich Pferde vermittle? Boah, gar keinen Plan. Das kann ich alles noch nicht. Dadurch, dass ich halt so niedrig bin in meinem Level, kann ich hier auch einfach noch nichts. Büroeinrichtung. Fotostudio brauche ich ja hier, glaube ich, nicht. Gibt's hier auch? Es gibt eine Softbox. Ach so, aber kann ich noch nicht. Noch nicht im Level. Verdammt. Dekoration vielleicht irgendwas Cooles? Ja, sowas ist natürlich auch nice. Pferdeboxenmatte. Solche Sachen finde ich cool. Schubkarre. Würde sogar hier reinpassen. Oder hier draußen. Finde ich auch gut. Ich stelle hier meine Schubkarre hin. Irgendwie mag ich so... Ich hab nicht mehr so viel Geld. Mann, oh. Pferdeüberdachung. Oh, ach, das passt sogar hier auch drauf. Okay, cool, cool. Das ist auch schön. Tragbare Box für Pferdegeschirr. Vielleicht kann ich ja sogar... Oh, vielleicht kann ich da was reintun. Wo ist denn vorne? Ich sehe einfach nicht, wo vorne ist. Keine Ahnung. Ist da vorne? Ah, Moment. Ranscrollen. Hallo? Ja, da ist vorne. Dann stellen wir die hier so hin. In der Hoffnung, dass ich da irgendwie das Geschirr für die Pferde reintun kann. Steht da ja, oder? Tragbare Box für Pferdegeschirr. Tragbar. Sattelwagen. Sattelwagen oder Sattelregal? Ist beides eigentlich nice. Soll ich beides nehmen? Ich stell das mal hier hin. Und dann gucke ich mal, ob es geht. Generell. Ob es einfach so funktioniert. Hier dann noch so ein Sattelwagen. Oder kann ich gar keinen Sattel kaufen? Aber das Geschirr da, ich brauche doch auch so einen Halfter und solche Sachen. Vielleicht kann ich auch eine Kiste kaufen und da Sachen reintun. Ich kaufe hier mal ein paar Sachen und guck mal, ob die bespielbar sind.
Wenn nicht, sehen sie halt hübsch aus. Im schlimmsten Falle. Bank ohne Lehne braucht man ja eigentlich auch hier drin, ne? Wenn man sich so ein bisschen fertig macht. Ich tue hier mal so eine Bank rein zum Sitzen. Ja, und dann würde ich mal vielleicht gucken. Zur Not kann ich da vielleicht auch Sachen drauflegen, wenn ich irgendwas habe. Pflanzen im Freien. Also wir können noch so schön hier verschönern. Können so schön verschönern. Aber jetzt würde ich natürlich gerne erstmal ausprobieren und auch hier ein bisschen Kohle machen. Boah, die Frage ist nur, was bringt mir das, wenn ich dann so viele von diesen Boxen habe und dann auch nicht hinterherkomme, ne? Das wäre dann auch schon wieder blöd. Wasserbehälter. Wäre auch gut. Hier draußen. Wieso geht denn das nicht? Achso, das geht da? Kann ich das nicht hinstellen? Nee, das ist ja doof. Aber ein Wasserkunststoff auch nicht. Warum? Strohballen vielleicht? Das geht. Ich stelle hier mal einen rein. Wenn es geht, dann mache ich das. Mauern und Zäune. Ist hier irgendwas Spezielles noch? Ich glaube leider nicht. Und die ganzen anderen Sachen sind eh noch nicht frei. Hier gibt es noch so kleine Büsche. Aber bisher sieht es halt noch sehr lieblos aus. Wir müssen unbedingt eine richtige Deko-Folge machen, wo ich nur hier dekoriere. Aber dafür brauche ich Platz. Ich brauche Platz und ich brauche auch eine Idee, was ich hier noch haben will. Weil es gibt ja für den Pferdehof leider nichts. Es gibt ja eigentlich nur so dieses riesige Ding, was ich mir dann auch holen würde, ne? Diese große Pferdekoppel. Oder aber, ja, so zwei große Ställe vielleicht. Jetzt habe ich halt einen mittleren und einen großen. Na gut. Lou hat was zerstört. Bin noch nicht mal zu Hause. Was soll das? Ja, Pech gehabt. Hauptsache, sie hat Essen, Trinken und kann auf Klo. Die werden sich ja bestimmt kümmern. Oder? Oder nicht? Tiere zur Vermittlung. Okay. Oh, das ist das erste Kranke. Habe ich noch nie gehabt, ein krankes Pferd. Wir nehmen jetzt erstmal einfach das hier, oder? Oder soll ich direkt das nehmen? Ich nehme erstmal das da. Ich will halt gerne welche mit unterschiedlichen Bildern. Also wir nehmen erstmal das. Oh, ich finde, das sieht aus wie Cupcake. Den Namen finde ich ganz gut für das Pferd. So, haben wir Cupcake. Und dann nehmen wir das hier eigentlich auch direkt auf. Ich suche nochmal kurz nach Namen. Sieht irgendwie frech aus. Was ist denn frech? Ciabatta. Ja, Ciabatta finde ich gut. Wie ist das hier geschrieben? So, Ciabatta. Ciabatta. Oh, oh, ich habe ja gar nichts gekauft, was die brauchen. Nein, das wird jetzt ein Problem. Moment, ich muss jetzt mal was bestellen. Was brauchen wir denn überhaupt? Oh, oh, ich brauche nur Pferde, bitte. Danke. Pferdefutter. Mindestens 3 oder 4. 4 ist gut. Lecksteine habe ich noch in meinem Inventar, aber trotzdem nehmen wir nochmal, ich weiß nicht, wie viele Ställe drin sind. Ach so, doch, na klar. Wir nehmen nochmal 4, kann man immer gebrauchen. Karotte brauchen wir nicht. Ballenheu haben wir auch noch welche, aber wir nehmen trotzdem nochmal 3. Ich habe halt auch nichts für die Pferde, ne? An Arzneimitteln. Oh Gott! Wieso brauche ich hier alles? Ja, dann lassen wir es auf uns zukommen. Ich weiß nicht genau, was ich da brauchen soll. Pferdeäpfel, Pferdekamm, habe ich auch alles noch nicht. Nein, ich hab Dinge bestellt. Also Pferde meine ich und hab die Sachen noch nicht da. Ich bestelle jetzt erstmal. Ich hab noch nicht mal einen Halfter, glaube ich. Oh Gott. Hallo. Ja. Ey. Hilfe, nicht wegschieben. Cupcake. Hi. Du bist aber ein hübscher. Na, Cupcake? Mm, ich würde es gerne streicheln, aber es geht irgendwie ja bei denen nicht. Guck mal, wie hübsch der aussieht. Das war so lustig, wenn die einen angucken. Immer so. So, herzlich willkommen, Cupcake. Du darfst unseren neuen Stall einweihen, der leider überhaupt nicht eingedingst ist, also eingerichtet. Aha. Boah, keine Ahnung, es sieht gerade nicht so aus. Aber wobei, ich habe das Pferd ja auch gerade an der Leine. Ja, Entschuldigung. Ich muss doch selber erstmal gucken. Ich weiß doch gar nicht, wo wir sind. Komm rein. Da ist ein Ballenheu, das ist ja gut. Da kann ich ja schon mal nebenbei anmachen. Sollen wir dich schon mal losbinden? Ja. Jetzt kann ich dich auch streicheln. Hallo. Oh, er ist schon direkt. Ich wurde weggeschoben. Mann. Styling-Set. Ja, jetzt könnte ich ihn stylen. Will ich das denn? Cupcake sieht schon sehr hübsch aus. Essen haben wir Gott sei Dank auch da. Ich habe es jetzt noch gar nicht mitgenommen, ne? Stylen. Ich guck mal kurz an. Zeig mir mal. Oh, er drängt einfach weiter, obwohl ich gerade ihn hier drin habe. Ja, das bringt mir ja nicht so viel, weil ich sehe nichts. Kann man auch die Mähne wieder so lang machen und so. Keine Ahnung, was er jetzt vorher hatte. Verdammt. Verlassen. Ich habe, glaube ich, irgendwas geändert. Ist die Mähne jetzt so wellig? Und direkt hingeäpfelt. Na super. Zum Glück habe ich hier alles dabei. Eigentlich nicht, aber erstmal brauche ich das und lege das nach draußen. Oh, das ist echt ein bisschen doof, ne? Vielleicht legen wir das immer hier so an die Dinger dran. Oh, jetzt kriegt meine Katze wieder die Krise. Ja! Einmal hier und einmal hier schräg gegenüber. Dann haben wir von überall so Zugang. Muss ich die Pferdeäpfel einmal mitnehmen? Cupcake ist ja nicht krank gewesen, oder doch? Nee, oder? Nee, Cupcake ist gesund. Huh, haben wir gerade nochmal Glück gehabt. Ich stelle mal hier erstmal ein paar Sachen hin. Ich weiß, das hupt da draußen. Ich muss das daneben stellen. Da eine. Hier noch eine. Oh, einen Leckstein hat er nicht. Schnell hier noch einen Leckstein rein. So, noch einen habe ich dabei. Wo ist denn der? Ach, der ist hier oben. Hör doch mal auf, sie zu hupen. Ich kann auch schon mal die Tür auflassen. Vielleicht ist sie auch gleich noch offen, wenn ich wiederkomme. Tja, vielleicht lasse ich die Ballen erstmal hier. Ah, die sind aber auch mich immer so anzuhupen. Okay, ich komme ja schon. Ich bin wieder so unvorbereitet gewesen. Huch! Oh, Ciabatta sieht schlecht aus. Ciabatta will essen. Oh, oh. Es könnte auch sein, dass wir ein Problem haben, weil Ciabatta die ganze Zeit jetzt da in dem Hänger drin war. Entnimm eine Hautprobe. Was? Juckreiz. Juckreiz ist nicht gut. Ich habe noch nicht mal hier reingeguckt. Oh Gott. Ich habe einfach alles aufgenommen und wusste noch gar nicht, was los ist. Nein, ich habe noch nicht mal hier irgendwas drin. Oh, ja. Du bist aber langsam. Ciabatta. Sieht sogar ein bisschen aus wie Ciabatta. So schön weiß.
Aber nicht ganz weiß, ne? Okay, ich weiß, du, bei dir juckt's überall. Wir machen dich mal eben kurz los und dann muss ich mal eben schauen, ob hier auch alles noch drin ist. Ja, ein bisschen. Futtertrog ist halb voll. Hä, du hast ja einen schwarzen Schweif. Aber keine schwarze Mähne, oder? Grafikfehler? Darf ich dich kurz streicheln? Nein, darf ich nicht. Darf ich dich jetzt kurz streicheln? Kuh, wie geht's denn so? Ja, nicht gut. Krank halt. Habe ich jetzt noch einen bestellt? Nee. Ah, ach so, ich kann hier durch. Ich war gerade ganz verwirrt. Und das hier ist die Tür für das Pferd. Oh mein Gott, da sind ja Sachen. Hier ist mein PC. Hier sind dann irgendwelche Menschen vielleicht, die dann irgendwo warten auf irgendwas. Hier kann ich Sachen analysieren. Ach du Schreck, ich kann hier auch Sachen analysieren. Nein! Ja. Und hier ist Röntgenkontrollpanel. Okay, ich soll die Haut untersuchen. Also die ersten Dinge habe ich schon mal hier. Das ist ja okay, ne? Dann kann ich ja, kann ich Ciabatta ja schon mal direkt mitnehmen eigentlich. So, wir haben uns ja jetzt hier so ein bisschen angefreundet, ja? Dann kann ich ja jetzt vielleicht mal dich kurz untersuchen. Herein spaziert. Ciabatta? Hallo? Wie versuche das Tier woanders zu platzieren? Hier, lege das Tier auf den Untersuchungstisch. Lege? I'm not sure about that. Das ist doch schon richtig hier. Tür erstmal schließen vielleicht. Okay, ich hol mal. Ach nee, das ist ja hier. Habe ich das schon? Nein. Ich schabe mal ein bisschen an der Haut. Nähere dich von vorn. Ich nähere mich von vorn. Hallo. Schabe an der Haut. Mal gucken, ob das Richtige ist. Hautprobe. Okay, ich schabe. Schab. Ach, da unten am Bein. Hat hier gerade was geblitzt? So, jetzt muss ich das mit dem Mikroskop. Habe ich denn hier überhaupt sowas? Ja, habe ich. Na, Gott sei Dank. Ich brauche ja das da. So, da wird das erstmal draufgegeben. Habe ich einen Mülleimer? Wo ist denn hier der Mülleimer? Kann ich mir einen kaufen? Eigentlich kann Ciabatta auch wieder zurück. Nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich ja gleich weiter behandeln. So, dann nehmen wir das mit. Ich hoffe, Ciabatta haut nicht ab. Wo ist das Mikroskop? Hier. So, einmal bitte reinschieben. Ach ja, das war das. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich hier irgendwas finden werde. Hier, da. Im Nebel. Ich sehe es doch. Mach es scharf. Ich hoffe, wir finden direkt was. Ja, sehr gut. Ich habe ein Ergebnis. Ciabatta. Da kriege ich direkt wieder Hunger. Das ist auch Müll. Dann wollen wir doch mal sehen. Was haben wir denn für eine Information? Juckreiz, Entzündung, Hautprobe getestet, Blutentnahme. Wie, ach, hat es zu lange gedauert? Jetzt ist es zu einer Entzündung gekommen. Blutentnahme und Analyse. Oh, mit dem Analysegerät. War ich zu langsam? Oh nee, wo ist denn? Ich habe keine. Ach doch, das ist eine Blutentnahmespritze für Pferde. Die sieht ja ganz anders aus. Nähere dich von vorn. Guck mal, eine Spritze. Guck lieber nicht hin. Ich gucke auch nicht hin. Habe ich schon getan? Nein, jetzt. Analysegerät, da muss ich halt, brauche ich nicht so ein Dings, ne? Ja, kann ich einfach so reinschmeißen. Okay, das ist im Grunde das Gleiche wie bei dem anderen auch. Jetzt muss ich nur die Dinger schnell finden. Und, ah, es hat gehakt! Lass das! Schnell so hindrehen, wie ich es brauche. Hä? Ah, komm zurück, das war doch richtig. Es hat sich zurückgedreht. Nein! Oh, es ist weg. Mist! Das hier, das brauche ich. Das brauche ich auch. Dass man es auch immer noch richtig hindrehen muss. Und dann fehlt mir noch ein, so ein Ei. Hier. Nee, das ist gar nicht das Ei. Da ist ein Ei. Hier. Ja, sie sind abnormal. Das ist natürlich nicht schön, aber immerhin, wir haben ein Ergebnis. Was, sonst muss ich ja noch länger suchen. Was wissen wir denn jetzt? Du kriegst bestimmt irgendeine Salbe. Oder verwende ein antimykotisches und antibakterielles Shampoo. Haben wir sowas da? Ich fürchte, das ist zu speziell. Ich muss es bestellen. So, dann gehen wir mal an den Computer und bestellen mal ein... Ist es das? Haben die gesagt antifungal? Also gegen Pilze? Antibakteriell? Ich hoffe, das ist jetzt das Richtige. Wird schon passen. Ich muss auf jeden Fall noch einen Besen bestellen. Dann nehme ich hier nochmal zwei Pferdebeutel. Schwamm brauche ich bestimmt auch. Ah nee, Stopp, habe ich ja. Kann wieder raus. Aber ein Kamm. Und Striegel. Und Stroh. Ja, vier erstmal. Und einen Mob brauche ich da vielleicht auch noch. Okay, bestellen. Oh, das ist ja noch gar nicht benutzt, das andere. Hier muss ich raus. Das andere, das ist schon übereinander geflogen. Oha! Upsi. Wir nehmen das erstmal alles mit. Ich hoffe, ich habe das jetzt überhaupt hier richtig in der Leiste. Wo ist denn das Ding? Nein, das ist natürlich nicht in der Leiste. Oh nö, ich glaube, ich muss das Pferd da... Wo muss ich das denn waschen? Kann ich das jetzt hier direkt vor Ort verwenden oder muss ich da... Nein, kann ich nicht. Ich muss zur Badewanne, natürlich. Okay, dann gehen wir zur Badewanne. Wir wissen noch nicht so genau, was wir tun. Also, sind wir schon zu zweit. Das ist doch gut. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich glaube, wir müssen hier hin. Das ist offensichtlich eine Badewanne. Ja, steht da. Komm her. Ja, komm her. Hier rauf. Hier. Bitte hin. Dann muss ich das, glaube ich, abmachen. Hä? Was ist denn nun? Brush Main. Nein. Shampi. Warum trampelt das? Es trampelt immer noch. Oh, Shampoo vor dem Waschen einfüllen. Was soll das denn bedeuten? Ich glaube, das soll heißen, ich soll Shampoo drauf machen. Kann ich das ja hier eigentlich hinstellen? Das ist der Schwamm. Sehr gut, den brauche ich. Da oben? Hier? Ist es da genehm? Kratzt es dort? Oder hat es irgendwo einen bestimmten... Da sieht es irgendwie so dreckig aus. Nee, die Augen nicht. Vielleicht hier hinten noch ein bisschen? Da, guck mal, da ist auch Dreck. So, ja. Sieht doch ganz gut aus schon. Okay, spülen vielleicht? Oder muss ich schon föhnen? Nee,
erst spülen. Da, da ist der Schlauch. Kann das Pferd bitte mal aufhören zu trampeln? Es ist doch gar nichts mehr los. Ich glaube, ich muss einfach nur die Bälle hier runterkriegen. Mein Gott, das laggt aber. Das ist aber uncool. Wo ist denn noch was? Ich habe einfach hinten in den Hintern reingesprüht. Trockne. Hör auf zu trampeln! Da ist schon mal schön. Ja, hier. Ich glaube, das ist einfach die Färbung. Oder vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen aufgejuckt. Und deswegen sieht das so aus. Ich könnte sogar hier kämmen. Cupcake sieht schlecht aus. Bitte was? Geht das jetzt hier auch los? Oh, nee. Wie soll ich denn hier... Wie soll ich denn Flings machen hier? Wie soll ich denn hier Geld machen? Hä? Ich glaube nicht, dass das gedacht ist. Aber okay. Also das ist doch eigentlich für meine Katze gewesen. Mähne und Schweif. Nee, das ist für Mähne, ja. Ach, komm. Das klappt überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt sehe, dass Lou krank ist, ne, dann kriege ich aber wirklich die absolute Krise. Ich glaube, wir nehmen dich einfach mit, weil ist alles in Ordnung. Du bist gesund und sauber und deswegen gehen wir jetzt mit dir in deine neue Box. Das ist auch alles schon fertig und jetzt müssen wir nämlich den nächsten Kunden hier bedienen. Wir kommen doch nicht mal dazu, irgendwie zu reiten. Leute, es artet nachher schon wieder hier in Stress aus. Gut, fein gemacht, Ciabatta. Noch ein paar Informationen vielleicht? Oh, muss auch ganz dringend. Exakt, das meinte ich. Super. Was brauchen wir? Kotbeutel. Nein, nicht reinlegen. Ich hab dich gerade gewischt. Wer ist denn hier am Stampfen? Oh Gott. Ist das bescheuert. Jetzt kommt da auch noch Pferdeäpfel raus. Was ist das denn für ein Zauberding? Okay, gut. Aber sonst ist hier eigentlich noch alles in Ordnung. Ich muss mal eben gucken, was denn hier los ist. Bist du hier so am Steppen? Steppst du? Du bist auch ganz schön, machst ganz schön viel, habe ich das Gefühl. Wir brauchen ganz dringend Mitarbeiter. Streichel das Tier. Ja, ich streichel dich jetzt erstmal, ein bisschen mal zu gucken, wie es dir so geht. Boah, hä? Voll krank. Oh, voll Katastrophe. Blutenten. Nein. Oh Gott, was? Was muss ich denn alles machen? Blutentnahme und Analyse. Wie soll ich denn hier die Pferde aufnehmen? Ich kann die ja so auch nicht vermitteln. Ich habe nicht mal ein Foto gemacht. Ich hätte direkt ein Foto machen sollen. Ich renne gleich zurück, mache ein Foto, setze direkt das nächste Pferd rein. Komm mal bitte her. Cupcake. Ist euch mal aufgefallen, dass wir nur was zu essen haben? Wie kann man denn so langsam gehen als Pferd? Du hast so lange Beine und ich war ungefähr 5-mal schneller hier. Ja, komm rein, komm. So. Warum mache ich das eigentlich? Wir müssen doch gar nicht hier rein. Komm, wir müssen nach da drüben. Ich weiß doch schon, was wir machen müssen. Komm mal bitte her. Hier. So, da ist der Behandlungstisch. So, bleib mal schön hier stehen. Dann gucke ich jetzt mal. Ich muss Blut abnehmen. Ja, zum Glück haben wir hier schon ein paar Sachen da. Guck mal, Cupcake steht hier andersrum. Was soll ich jetzt damit machen? Analyse. Temperatur prüfen. Jetzt sag mir nicht, ich habe kein Stethoskop. Ja, dann müssen wir auch noch ein Stethoskop kaufen, wa? Ich erledige mal schnell hier das Minispiel. Sehr gut. Die Bohnen, die findet man immer sehr gut. Das brauche ich. Das nochmal. Schnell rumdrehen. Das habe ich noch. Ah, das habe ich auch gesehen. Da ist noch einer. Wo ist denn der Große immer? Den sehe ich immer als Letztes. Wir haben was gefunden. Sehr gut. Dann ist ja schon mal, haben wir schon mal hier was. Nee, hier. Ach, es wäre auf jeden Fall gut, wenn wir jetzt schon mal wüssten, dass wir nicht mal... Oh, wir brauchen 3-mal Selen. Super. Habe ich das? Natürlich nicht. Jetzt muss ich mal wieder was bestellen. Mann! Jetzt brauche ich hier auch die ganzen Dinger. Da kann ich ja direkt... Oh, nee. 3-mal Selen. Wisst ihr, wie lange das dann dauert? Stethoskop. Kann ich auch direkt kaufen. Warenkorb hinzufügen. Jetzt gebe ich dafür so viel Kohle aus. Gott sei Dank ist das hier alles sortiert immer nach dem Alphabet. Wir nehmen direkt 6. Habe ich hier eigentlich auch so eine Box oder so, wo ich die Sachen reintun kann? Das wäre ja schon schön. Ja, nehmen wir nochmal 4 Deckgläser. Braucht man immer. Blutentnahmespritze braucht man immer. Gott sei Dank sind die Sachen hier nicht so teuer. Aber ich komme ja auch gar nicht dazu, da hinten mal irgendwas reinzutun. Die Sachen einzuräumen. Guckt euch mal an, schon wieder ein Paket. Oh nein, ich habe keinen Platz, das zu öffnen. Hä? Bingling? Vielleicht muss ich daneben legen. So? Ah, geht doch. Wait, what? Ich habe die falschen Blutentnahmespritzen. Ah! Ich muss die für Pferde kaufen. Ach, ist das doof. Basis-Hufpfeile. Solche Sachen brauche ich ja wahrscheinlich auch. Aber wo kriege ich denn bitte eine Blutentnahmespritze für Pferde her? Die sind ja viel größer. Hier, das sind die. Oh nein, ich habe sie falsch gekauft. Gibt es auch eine bessere Hufpfeile und nicht nur eine Basis-Hufpfeile? Noch nicht, denke ich. Nee, die kaufe ich nicht. Einfach, weil ich ja nicht genau weiß. Vielleicht steige ich auf zwischendurch und vielleicht habe ich eh schon eine. Nee, habe ich nicht. Naja, gut. Ich lege jetzt erstmal diese doofen Spritzen, die ich gar nicht brauche, lege ich hier hin. Vielleicht kann ich die ja danach mitnehmen. Ich glaube, ich kann sie nicht mitnehmen. Oder ich kann ja meistens... Doch, das Alligator-Tier konnte ich auch mitnehmen. Vielleicht kann ich ja die Dinge auch mitnehmen. Ich habe sie auch bezahlt, also... Wäre schön doof, wenn es nicht gehen würde. Wo sind denn meine hier? Direkt schon mal loslegen mit dem Selen. Hallo, guck mal. Ja, nimm mal. Dann geht es ganz schnell wieder besser. Hoffentlich. Ja. Bitte was? In 10 Minuten die nächste? So lange wollte ich gar nicht aufnehmen. Naja, okay, 10 Minuten schon, aber brauche ich alleine schon für das Pferd hier 20. Und wenn ich dann nochmal eins habe, was auch krank ist, dann habe ich aber ein riesen fettes Problem. Oh je. Ich muss erstmal hier so ein bisschen aufstocken. Das hier, ne? Das ist ja ein Stethoskop. Aber Cupcake kann ja auf jeden Fall... Ich überlege gerade, ob Cupcake nicht sogar zurück kann. Eigentlich ja, weil die Tablette kann ich auch da hinten geben. Da muss Cupcake nicht hier sein. Kann ich eigentlich so aufsteigen? Ich brauche ein Dings hier, ne? Ich brauche einen Sattel. Ne, Cupcake ist eh krank. Da,
da will ich jetzt nicht drauf reiten. Oh Gott, wie langsam! Ich bin echt froh, dass die immer noch was zu essen haben von vornherein. Und dass ich auch nichts zu trinken kaufen muss, ne? Das Trinken ist ja auch automatisch da. Komm rein, komm her, du langsames Tier. So, kann ich das komplett abmachen, ne? Naja, egal. Habe ich jetzt hier noch irgendwas für Cupcake? Nee, ne? Kann ich Cupcake hier so? Oh, hat schon wieder direkt gemacht. Bringt das was? Ich weiß immer gar nicht, ob das irgendwas bringt. Macht Cupcake nicht irgendwie glücklich? Und irgendwie macht es gar nichts, gefühlt. Schnarcht der? Nee. Ich dachte gerade, der schnarcht laut. So, dann einmal das wieder wegwerfen. Hast du auch schon wieder irgendwas gemacht? Nee, aktuell nicht. Dann machen wir mal erstmal die Tür wieder zu. Und dann hole ich die ganzen Sachen ab und räume die hier ein. Okay, wir haben ein bisschen Stroh zum wieder sauber machen. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier einen Halfter. Ja, ist halt doof, ne? Kann ich das nicht irgendwo mal reinlegen? Hier so in den Schrank vielleicht? Für einen Sattel? Warum? Ach, das ist ja ein Satteldings. Ich hätte gerne so ein... Das geht auch nicht, ne? Warum nicht? Aber hier kann ich was drauflegen. Immerhin kann ich was drauflegen. Wenn ich schon nicht reinlegen kann, ist schon schade, aber naja. Das kann ich hier hinlegen. Stellen, natürlich. Wir stellen ja die Dinger. Das sind nochmal leere Säcke. Die kann ich vielleicht so drapieren. Wenn ich so sehe, wie viel die machen, weiß ich nicht, wie lange ich damit hinkomme. Das nehme ich mit. Das bleibt hier. Besen bleibt auch hier. Achso, das ist das Deckglas. Ja, das muss ich gleich wegbringen noch. Wo machen wir denn mal hier die Putzecke? Hier, da kommt der Mob und daneben kommt dann der Besen. Ich weiß nicht genau, ob ich das überhaupt brauche. Wahrscheinlich brauche ich das gar nicht hier. Und ich habe natürlich auch noch diese anderen Kisten. Da sind ja auch noch viele Sachen drin. Also das ist so ein Blödsinn, ne? Warum kann ich das nicht in die Kiste reintun? Verstehe ich nicht. Das muss doch irgendwie machbar sein. Ich bringe jetzt schnell noch meine Sachen hier in die Praxis. Achtung, Achtung. Haben viele Tabletten. Wo haben wir denn? Sauerstoff? Wo habe ich denn hier so eine schöne Kiste? Mann, ich möchte hier auch so eine coole Kiste haben. Vielleicht, ach so, es könnte... Nee, aber es gibt doch nur eine Praxis, oder? Es gibt jetzt nicht noch mehrere. Jetzt muss ich die ganzen Tabletten da irgendwie so anordnen. Das ist ja voll blöd. Vor allem muss ich dran denken, ich darf hier nur drei hinlegen, weil zwei muss ich ja wieder mitnehmen. Darf ich jetzt nicht vergessen, dass ich da gleich wieder füttern muss? Ich glaube, ich habe das Glas fallen lassen. Habe ich nur eins oder habe ich mehr fallen lassen? Es hat doch Doppelklick gemacht. Oh je. Oh nein. Ich sehe es bei diesem Boden einfach nicht. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch ein Deckglas liegt. Das ist wie wenn man so seine Kontaktlinse verloren hat, oder? Ich habe keine. Weiß nicht, wie das ist, aber ungefähr so stelle ich mir das vor. Boah. Naja. Ist der leer? Nein. Ist der leer? Sehr gut. Der ist leer. Hier ist direkt der Müll. Dann kann der schon mal weg. Ist der leer? Ja. Auch leer? Kann der auch weg. Ich hoffe, dass der vom letzten Mal auch leer war. Ich weiß nicht, welcher das ist. Oh, der war es nicht. Ja, die Sachen sortieren wir direkt ein. Ich habe so das Gefühl, dass das Heu irgendwie nur Deko ist. Oder brauchen wir das für irgendwas? Wieso ist das so riesig? Hä, wieso ist das so riesig und das andere so klitzeklein? Vielleicht, weil es schon angenagt ist. Ah, das könnte natürlich sein. Dann ist es ja doch wichtig. Ich muss dringend ein Foto machen. Moment, das machen wir zuerst mal, wo wir gerade hier stehen. Foto, Cupcake, kannst du bitte die Nase aus der Wand nehmen? Na, jetzt, komm, ich habe es gerade gesehen. Jetzt. Oh, egal. Cupcake war drauf, das war wichtig. Jetzt habe ich das Tor fotografiert, super. Oh, lustig. Mach ein Foto. Oh, zu spät. Hallo. Okay, ein Foto von Chiapatta. Wunderbar. Nein, das war auch nicht so geplant. Wo ist denn das? Kann ich da irgendwie mal durchscrollen? Naja, egal. Ich scanne die einfach schon mal ein. Dann schmeiße ich direkt das eine Bild weg, wo ich das Tor von außen fotografiert habe. So, das hier nämlich. Das könnte in den Müll. Und ich müsste ja eigentlich dann schon direkt mal Chiapatta reinsetzen, weil Chiapatta ist ja gesund. Wäre ja schon schlau. Nicht, dass wir dann so lange warten, bis Chiapatta dann wieder krank wird. Finde ein Zuhause. Ach, da ist sie ja. Auswählen. Okay, jetzt warten wir mal, ob da was kommt. Cupcake sieht tatsächlich gar nicht mal so gut aus. Aber ich würde auch gerne noch direkt noch ein weiteres aufnehmen eigentlich. Das da ist doch süß. Nein, das ist ja krank. Aber ich versuche kein krankes zu nehmen. Zuckerli! Das ist Zuckerli! Hier, das da. Das sieht aus wie Cleo. Den Namen fand ich so süß. Und während Cleo dann wartet und hoffentlich gesund ankommt und bleibt vor allem, wichtig, räume ich hier nochmal die restlichen Sachen ein. Okay, der ist leer, perfekt. Hä? Nationaler Pokal für den ersten Platz? Was? Wieso ist der hier? Den möchte ich doch nicht hier aufstellen. Den möchte ich in meinem anderen Tierheim aufstellen, wo ich ihn auch verdient habe. Den nehme ich mit. Krass. Dann habe ich das einfach so geschickt gekriegt. Das war doch nicht für hier. Nee, das ist ja nicht Platz 1 gewesen. Oh, ist jetzt schon wieder kein Platz zu öffnen. Oh, ist wahrscheinlich wieder auf den Kopf gefallen. Tschüss, ist auf den Kopf gefallen. Okay. Übertreib. Ah, kann ich von unterwegs gucken, wann die nächste Medizin fällig ist? Hier. Weitere Informationen. Sehe ich das? Kann ich nicht sehen, ne? Ach, das war ja gar nicht Chiapatta. Das war ja Cupcake. Wie lang noch? Muss ich da immer hin? Ah, verdammt. Hab mir noch gar nicht angeguckt, was die überhaupt so haben, ne? Vertrauensvoll, schnell langweilig, treu. Ungünstig ist ein einsamer Bewohner und wir brauchen einen Menschen mit viel Zeit. Cupcake braucht am besten einen kleinen Bauernhof und möchte keinen Trainer. Warum das denn nicht? Mag keine Ausritte, aber ist neugierig. Ach je. So, da haben wir schon wieder einige Bewerber. Wir holen jetzt erstmal das nächste Tier. Ich komme ja schon. Cleo. Oh, Cleo sieht ähnlich aus. Hat aber einen langen Schweif, auch schwarz.
Ich habe mal automatisch das Tier gleich an der Leine. Geht's hier gut soweit? Ja, hier ist alles okay. Müssen ein bisschen gestreichelt werden. Oh nee, die sind ja auch noch dreckig. Das kommt ja auch noch dazu. Die muss ich auch noch duschen. Ja, ich weiß. Ich bin auch nicht begeistert. Ihr seid so anspruchsvoll. Oh, du hast aber sehr schöne lange Haare. Sehr schöne lange Mähne. Langhaariges Tier. Wo ist denn eigentlich mein Pferdefutter? Habe ich das nicht irgendwie hier drin? Da, guck mal. Da kann ich ja schon mal eigentlich vollfüllen alles. Ja, ich weiß, ist noch halb voll. Aber trotzdem, da braucht man sich länger keine Sorgen machen. Nee, nicht abhauen. Ich müsste auch noch einen Leckstein haben, ja. Habe ich den hier abgelegt vorhin? Really? Da, wo ich gerade den Leckstein hinlegen will. Ah, mache auch gleich ein Foto. Ach, das ist hübsch. Hab mein gutes Bild gekriegt. Ich glaube, der Sack ist auch fast voll. Also der Müllsack meine ich natürlich. Der leider nicht mehr. Ciabatta soweit fit. Bisschen spielen. Ja, sonst alles okay. Und du? Boah, Gesundheit einfach mal gar nicht gut. Wann darf ich denn schon wieder? Ich darf schon wieder! Oh, ich würde mich ja gerne von vorne nähern. Aber wie? Oh, ist das jetzt... Was soll das denn? Wie soll ich mich denn so von vorne nähern? Es geht nicht. Hier, guck, ich bin vorne. Gib doch einfach bitte die doofe Tablette. Oh, ich muss ja... Muss ich das Pferd jetzt nach hinten ziehen oder wie? Ah, hallo. Es geht nicht. Ich kann nichts tun gerade. Ich das hasse. Ich das hasse, wenn einfach nichts funktioniert. Ich muss das Pferd vermitteln, schnell. Oh, fertig. Was, leer? Ah ja, Gott, egal. Hier brauche ich auch einen Mülleimer. Futter. Hier ist es ja so Heu. Dann können wir hier das Futter daneben stellen. Oh, passt schon, ne? Ich kann einfach hier nichts machen. Das ist irgendwie ziemlich blöd. Ah, ich hab ihn weggestreichelt. Jetzt. Nein, ich bin vorne. Ja. Ah, na endlich. Sieht irgendwie lustig aus. Nochmal in 10 Minuten. Ich glaube, der ist voll der Sack. Und der macht irgendwie richtig viel. Oh, hoppala, da ist ja auch was. Ja, nicht genügend Platz. Genau. Ja, der Äpfel. Hier ist auch Dreck. Dann nehmen wir den auch direkt mit. So. Und ich muss auch gleich eigentlich einen neuen Sack holen. Vielleicht macht das sogar auch mehr Sinn, wenn ich hier die Säcke so hinlege. Da. Also überall, so an jedem Ort quasi. Und wenn ich hier bin, müsste ich eigentlich die ganze Zeit auch meine Schaufel eigentlich so im Inventar haben. Oh, soweit ist uns wieder alles in Ordnung, ne? Das ist leer, das muss weg. Das ist voll, das muss weg. Oh, aber sonst habe ich hier keinen Platz mehr. Ich muss ja die Sachen hier noch reintun. Oh, ich habe meine Schaufel umgeworfen. Noch einen Leckstein. Habe ich genauso viel gekauft, wie ich brauche? Oh, ich dachte, ich hätte irgendwie mehr. Da habe ich mich wohl geirrt. Ich müsste auch nochmal nachgucken, ob ich vielleicht direkt schon mal hier das ganze Futter vollfülle. Bimmelim, wieder eine Nachricht. Oh, es kann auch sein, dass sie da hinten schon so viel getrunken haben, dass ich auch nochmal wieder aufdrehen muss. Nö. What? No. Ja, genau. So, nein, frech. Sehr frech. Sehr frech, Cupcake. Oh, ja, kein Wunder, dass die umfällt. Geht ja auch die Tür auf. Ach, Mensch. Ach, du hattest so viel gesoffen. Oh. Hier hätte ich jetzt auch gerne nochmal einen Müll. Ich würde mir auch anschauen, was die mir geschrieben haben. Was haben die denn da? Da ist jetzt alles weg. Okay, was haben die mir geschrieben? Wer schreibt? Nach... Och, guck mal. Geldmittel. 8.300. Und der Paul würde gerne ein Tier adoptieren, aber hat leider keinen Platz. Und naja, 157. Besser als nichts. Na gut, dann versuchen wir jetzt mal, Ciabatta zu vermitteln. Das wird ja wohl nicht zu schwer sein. Nein, jetzt sag mir nicht, die sind alle schon wieder raus. Ah, es ist nur noch einer über. Na super. Ablehnen. Wir setzen die einfach direkt nochmal neu rein. Ach so, Cleo kann ich noch gar nicht reinsetzen, weil ich habe sie noch nicht eingescannt. Und ich weiß auch noch nicht, was sie für Eigenschaften hat. Wo ist denn das Foto? Das war's nicht. Stimmt, ich muss auch nochmal die ganzen Sachen da wegbringen. Warte mal. Habe ich gerade das volle Pferdefutter weggeworfen? Was habe ich gerade weggeworfen? Oder habe ich nur den Müllsack weggeworfen? Bitte sag, dass ich nur den Müllsack weggeworfen habe. Oh nein. Oh. Ich kaufe nur ein paar Beutel. 6. Ja. Sonst weiß ich gerade nicht so genau. Bestellung bestätigen. Hoffentlich war das leer. Jetzt kann ich auf jeden Fall beide reinsetzen. Ach stimmt, hier hatte ich auch noch Heu liegen. Das dient ja gerade nur Dekozwecken. So, einmal die Pferdeäpfel. Oh, das war laut. Und dann kann der nämlich auch direkt wieder weg. Schwupps. Okay, Cupcake. Nein, Cupcake natürlich nicht, weil Cupcake ist krank. Ciabatta, genau. Das hat sich ja richtig gelohnt beim letzten Mal mit der Anzeige. Und Cleo kommt jetzt auch noch dazu. Cleo mag Kinder und ist mutig und möchte auch gerne Kinder. Also, sie möchte gerne Kinder in der Familie quasi. Cleo. Ich bringe mal die Spritzen hier rüber. Also, ich finde dafür, dass man hier bei den Pferden auch so viele Sachen hat, ist der Tisch irgendwie ein bisschen sehr klein. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Sachen hier drapieren soll. Da muss ich mir entweder nochmal Einrichtung kaufen oder es gibt halt wirklich nochmal eine größere Klinik, die ich dann hier nutzen kann. Aber ich finde es ganz gut, dass vorher schon mal so ein paar Sachen auch dastehen. Dass man sich nicht alles komplett neu kaufen muss. So, jetzt haben wir noch die Pferdeäpfel und nochmal eine Selenspritze, die ich geben muss. Selen-Tablette. Also, hier habe ich ja gerade was genommen. Das heißt, hier stellen wir wieder einen Sack hin. Machen wir hier auch einen. Komm. Wir machen das so, dass wir hier überall Säcke hinstellen. Und das sind dann unsere Ersatzsäcke. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen besser bedient. Ich hasse, dass das so trappelt die ganze Zeit. Das ist so überflüssig. Hä, ich habe ja noch einen Sack. Huch, nanu. Kann ich die auch... Ich kann die stapeln! Hä? Na dann? Dann stapel ich die auch lieber.
Oh mein Gott, wie hoch kann ich die stapeln? Haha. Ja, die sind ja leer, ne? Die sind ja nicht schwer. Das sieht voll lustig aus. Michelin-Männchen. Nächster Versuch. Jetzt aber. Ciabatta. Es wird sich doch wohl jemand hier interessieren für dieses nette Pferd, was nicht gerne ausreitet. Das will natürlich jeder. Hä? Der möchte ein Pferd, was keine Ausritte mag? Aber die drei hat er leider dann nicht, ne? Aber die drei hat er auch nicht. Erstmal nicht, Patrick. Wir gucken mal bei Olaf. Ja, das sieht schon mal gut aus. Das leider nicht. Aber dafür drei. Also okay. Ich werde da auch niemanden hinschicken, Leute. Das ist mir völlig egal. Nee, den nehmen wir nicht. Da passt so vieles nicht. Der hat eins und... Nee, wir nehmen den zweiten hier. Olaf Fischer und den vermitteln wir sofort. Wir gucken gar nicht. Wir sind mutig. Olaf Fischer. Herzlichen Glückwunsch. Wieso sind meine Sounds weg? Hallo? Hä? Das war komisch. Ist es denn jetzt... Ist er jetzt vermittelt oder nicht? Ja, Ciabatta ist vermittelt. Okay, dann holen wir doch erstmal Ciabatta ab. Hey, du bist vermittelt. Wuhu. Gott sei Dank, wir haben dich gesund gekriegt und vermittelt. Ich weiß noch nicht genau, wie es ausgeht. Wir sind beide ganz überrascht, wenn es gleich klappt. Oder auch nicht. Oh, ach so. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich aufs Versehen losgelassen. Hep, hep, hep. Tschüss, Ciabatta. Ui, oh, da hat er mal nochmal losgelegt. Bei Ciabatta weiß ich mal gar nicht, ist das jetzt eine Hexe oder war das eine Stute? Habe ich immer mal sie oder mal er? Ich bin mir nicht so einig gewesen. Eigentlich hört es sich beides an. Oh, oh. Naja, 6 und 8. Oh, so, guter Wert. Ein guter Mittelwert. Hier war jetzt nicht irgendwie so, ne? Aber naja. Oh, Gott sei Dank auch nichts Negatives. Aber immerhin, wir kriegen jetzt dadurch auch endlich mal Reputationspunkte, die wir dringend brauchen. Damit wir uns hier mal Mitarbeiter leisten können. Das ist gerade hier mein großes Ziel. Dann gucken wir nochmal nach Cleo. Cleo ist bestimmt super einfach. Ja, guck mal hier. Stark und mag Kinder. Hat leider keine große Blase, aber ja, mein Gott, oder? Jetzt soll ich mal nicht so anstellen. Sie. Auch schon wieder. Warum wollen die das immer? Stark, Kinder und große Blase. Und die hier halt auch nicht, ne? Eins, zwei. Das sind schon mal fünf. Das ist gut. Roxana. Ja, das ist nicht so gut. Nee. Da war Roxana auf jeden Fall besser. Michael ist auch nicht so gut. Das stimmt hier. Das stimmt zwar, aber hier stimmt zwei nicht. Dann nehmen wir Roxana. Oh mein Gott. Hä? Die haben beide so voll die Haare ins Gesicht. Ja, die gehen im Partnerlook. Vermittelt. Hab mal wieder keinen hingeschickt. Die wird bestimmt Kinder haben. Die wollte sowieso eine wünschenswerte Eigenschaft. Kinder. Hä? Jedes Mal, wenn ich hier ein Tier vermittle, kann ich nichts mehr machen. Ah, okay. Dann gehe ich einfach raus und dann geht's wieder. Jetzt könnte ich ja eigentlich noch ein Tier aufnehmen. Kann ich mir schon die nächste Tablette geben? Cupcake! Appetit! Nein! Cupcake! Warum immer? Was bist du für ein freches Ding? Kann ich gleich reinsetzen. Cupcake ist der frechste überhaupt. 3, 4, 3, 2, 1 und Tablette. Wir sind vorne. Komm schon. Ja. Ich weiß nicht, was du gegen deinen Stall hast. Ist der so schlimm? Ich... Was ist er? Nein! Och Mann, ey. Die anderen bleiben immer brav drin stehen und der macht dann einmal die Tür auf und schwupp ist er weg. Cupcake, du bist echt so ein freches, so ein freches Ding. Ja, wir gucken gleich, dass wir dich reinsetzen, ne? Warte, mache ich vorher. Damit sich jetzt schon mal jemand auf dich bewerben kann. Da auswählen, neues Zuhause finden, so. Und du bist... Okay, du bist auch gleich weg oder auch nicht? Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich habe doch... Hat's nicht gehupt? Hä? Bist du gar nicht vermittelt? Ach, jetzt sag nicht, dass das nicht geklappt hat. Roxana? Oder doch? Oder hupt es hier einfach nur nicht? Ja, stimmt, es hupt einfach nur nicht. Das ist ja total komisch. Ja, ich weiß, ich war auch verwirrt. Aber ich habe jemanden gefunden. Die Zähne. Tschüss. Die sind so süß, wenn sie sich verabschieden. Okay, ich habe ganz schnell das Pferd nachgemacht. Bye, bye. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie wirklich ein Kind hat. Ja, ich wusste es doch. Was, ich wollte gerne Kinder. 100%. Hä? Ach so, stimmt. Keine große Blase. Boah, aber 149. Super, das gibt auch gute Punkte hoffentlich. Gute Reputationspunkte. 149. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Da ist Dreck. Ich bestelle nochmal wen. Ich bestelle wen. Lecker. Ah, ich habe noch einen schönen Namen. Und zwar entweder die oder die. Ich würde gerne Caramella. Hier. Die haben gute Namen. Donner finde ich auch schön. Aber nein, du bist jetzt Caramella. Ich glaube, das ist die letzte. Hat schon nicht geklappt? Also, das ist sehr komisch, dass das hier manchmal nicht funktioniert. Haben wir jetzt Caramella aufgenommen? Nee, das hier ist doch Caramella. Caramella. Nochmal. Ah, jetzt. Jetzt haben wir sicherlich auch neue Bewerber für Cupcake. Genau, vertrauensvoll, aber schnell, langweilig und treu. Braucht viel Zeit. Hat also leider auch ein paar Anforderungen. Der möchte nur das. Das passt aber auch. Das heißt, wir haben schon mal 4 und kein Minus. Da haben wir 3. Nee, das ist nicht. Warte mal. Ablehnen. Und hier haben wir auch wieder 3. Das heißt, ich nehme den ersten. Der hat 4 passender. Und dann hoffen wir einfach, dass die 2 hier auch stimmen. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Und der Herr Frank Zimmermann leider auch. Oh, ich muss ja erstmal das andere abholen. Sonst kann er nämlich... Ich muss es rausholen, damit der andere abgeholt werden kann. Oh, Caramella. Caramella ist ein bisschen heller als die anderen beiden. Und hat auch so eine hellere Mähne. Oder sieht das nur so aus? Doch, die anderen hatten einen schwarzen Schweif. Komm mit, Caramella. Du kannst hier rein. Hier ist noch alles okay. Muss ich nur noch ein bisschen Wasser einlassen. So, kann ich dich losmachen? Kurz zu. Und dann machen wir direkt ein Fotochen. Oh, really? Ich habe sogar ein zweites Foto gemacht. Das mache ich normalerweise nie. Einfach nur, weil ich lustig fand. Ich muss direkt wieder sauber machen. Mann, ey. Gott,
Dank ist sie nicht weggelaufen. Schmutz? Warte mal. Ach so. Vielleicht, weil hier kein Stroh steht. Vielleicht muss ich deswegen wischen. Oder? Ich bin leicht verwirrt. Ja. Ja, aber was ist denn besser? Ist das nicht besser, wenn ich hier wischen muss? Hat das jetzt... Oh, womit hat das jetzt was zu tun? Dass das hier... Dass da gerade so eine Stelle war, wo kein Stroh liegt? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Oh, und warum liegen hier schon wieder Pferdeäpfel? Wir haben dich gesund gekriegt, Cupcake. Ja. Gott sei Dank. Das war schwierig. Naja, so schwierig war es nicht. Aber schon so ein paar. Oder war das bei ihm mit den Untersuchungen bei Cupcake? Der Cupcake ist immer so müde. Der hat bestimmt noch irgendwas. Die Müdigkeitskrankheit oder so. Die Michael-Jackson-Krankheit. Ich bin so gespannt. Ja, das war gut. Oh, das war auch gut. Wir haben 100. Wir haben 100. Mal 1, sehr gut. 155. Reputationspunkte. Haben wir 154 oder wie viel? 155. Oh, es wird aufgerundet. Wie freundlich. Aufgerundet. Okay. Was? Wild wie ein Sturm. Finde ein Zuhause für 10 Pferde. Oh, ich habe einen Erfolg bekommen. Ja, findest du auch gut, ne? Habe ich mir gedacht. Ach so, ich muss dich noch einscannen. Ich habe dich gar nicht gestreichelt. Ich bin so schlecht. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du dich beschwerst. Nee, so aber nicht. Also, dass die... Nee, Caramella. Medizinisch ist alles in Ordnung. Was haben wir denn sonst? Gute Koordination, leise und das andere wissen wir noch. Achso, ich kann ihn noch gar nicht reinsetzen. Hm? Oh, schön. Was ist denn du? Was ist denn du, Kleine? Also, magst du, glaube ich, gar nicht so vorne. Hier hinten mal ein bisschen raufhauen auf den Po. Das sieht aber so lustig aus. Ich hoffe, ich muss sie nicht auch noch duschen. Dauert immer so lange. Nein. Schade, dass es genauso aussieht wie die anderen Sachen. Sie will geritten werden. Ach, wir könnten ja eigentlich nochmal reiten eine Runde. Wieso habe ich eigentlich hier keinen Sattel? Ich muss hier mal einen Sattel kaufen. Und das Sonstiges? Ja, ich brauche nur einen. Ich brauche einen Sattel. Halfter? Hatte ich jetzt das Halfter? Ja, das war ein Halfter. Aber hatte ich eine Trense? Ich glaube, eine Trense habe ich hier nicht. Genau, das brauche ich nämlich auch noch. Dann reiten wir nochmal eine Runde, würde ich sagen. Wie teuer ist das? Stellung bestätigen. Oh mein Gott. Das ist ja voll teuer. Ja, Sattel ist teuer. Jetzt liegt sie da. Aber sie hat Bock auf Reiten. Das wollen wir ja nicht verwehren, oder? Boah, eine Riesenbox. Stimmt ja. Das wäre so cool hier. Diesen fetten Boxen. Boom. Ja, die Frage ist, ob wir hier reiten wollen. Oh, ich hätte so gerne tatsächlich ein bisschen größeres Gehege hier zum Reiten. So eine größere Koppel. Aber da brauche ich halt mehr Platz, ne? So, ich bin da. Guck mal, ich habe was mitgebracht. Einen zitternden Sattel. Ich bin etwas aufgeregt. Meine Hände zittern. Ich hoffe, du findest das nicht so schlimm. Kann ich dein Halfter abnehmen? Ich möchte dein Halfter abnehmen. Nein, kann ich nicht. Hochheben. So kann ich. Und jetzt das hier. Nein, bleib doch mal stehen. Ich möchte... Kratz dich doch nicht ständig. Mein Gott. Die kriegt auch gleich irgend so eine komische Krankheit. Dann muss ich auch wieder irgendwas kriegen. Ja, ich weiß, wir wollen los, aber doch nicht so schnell. Hallo. Mein Gott. Drehen bitte. So. Und los geht's. Ja. Ich meine, gut, wir können jetzt auch nochmal durch den Wald reiten, aber... So. Kann ich sie nicht hier eigentlich auch longieren? Geht das? So auf dem Platz? Boah, kann ich... Ich kann ja noch nicht mal springen. Ich will springen. Wie gebe ich denn Gas? Oh, vielleicht hätte ich mal das Ding zumachen sollen. Mit Shift war das genau. Shift! Das ist viel zu klein. Wir brauchen ein größeres. Wir brauchen mehr Platz zum Reiten. Aber immerhin hat sie sich mal ein bisschen bewegt, ne? Ich finde es so schade, dass ich halt nicht springen kann. Unser Gebiet ist zu klein. Mein Gott, wie groß soll dieser Strahl sein? Sofort wie, ja, geh raus. Geh ausreiten. Ich hab's verstanden. Oh, wer hat denn das jetzt schon wieder umgeschmissen? Das war wahrscheinlich wieder ich, ne? Da drüben liegt auch noch ein bisschen Dreck. Ich will mal gucken, ob ich den Sattel da aufhängen kann. Ja. Okay, mit E. So, sieht hübsch aus, oder? Mit dem Sattel. Fotos habe ich ja gemacht. Muss ich nur noch reinsetzen. Okay, den nehmen wir wieder runter. Trensen nehmen wir runter. Das machen wir erstmal wieder drauf, oder? Nicht? Ja. Oder muss ich das gar nicht drauf machen? Okay, Entschuldigung. Doch, geht doch. Jetzt bitte nicht wieder rausrennen. Ich finde es ja lustig. Manchmal passt das irgendwie so mit der Farbe, ne? Auch Karamella. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen sehr weiß für Karamell, aber so generell passt schon. Dass ich hier immer noch hin muss, um das einmal einzuscannen. Ah, ich weiß nicht, welches Bild ich nehmen soll. Ich glaube, das zweite fand ich noch besser. Nee, fand ich nicht. Das erste ist, glaube ich, besser. Da kann ich trotzdem hinhängen. Ich finde, die Pferde sehen meistens irgendwie hübscher aus auf den Bildern als die anderen. Als die Hunde, Katzen oder so. Die sehen halt irgendwie fast immer... Okay, doch nicht. Die sehen fast immer gut aus, wollte ich sagen. Aber dann habe ich irgendwie gesehen, sowas hier. Aber die Dinger hier, die sehen echt gut aus. Braucht man sich nicht mal großartig anstrengen, um ein schönes Bild zu kriegen. Habe ich eigentlich noch irgendwas in der Tasche? So, Karamell da. Für dich dürfte es, glaube ich, auch nicht so schwer sein. Das ist ein cooles Bild, doch. Weil sie hat ja eigentlich ganz gute, oder? Große Blase, gute Koordination und leise. Da ist ja nichts Negatives bei. Ich weiß aber bei den Pferden auch nicht so genau, was negativ sein soll tatsächlich. Ich möchte gerne Erwachsene ohne Kinder. Au, das könnte wieder Problem werden. Ein Problem. Ich kann mir ja schon mal die anderen angucken. Ach, nee. Das ist so die Wahrscheinlichkeit, dass man da mal jemanden trifft. Oh, leise. Ja, aber nee. Das andere passt da halt gar nicht, leider. Hier, das ist nicht erwünscht. Warum ist denn keine gute Koordination erwünscht? Was ist denn daran bitte nicht wünschenswert? Verstehe ich ja überhaupt nicht.
Schon wieder? Keine gute Koordination oder was? Hä? Möchte Kinder? Ja, mag Kinder stark. Möchte nicht wendig und Angst vor Lärm. Boah, wie viele haben wir denn hier, die sich einfach so bewerben? Das ist ja voll krass. Das ist bei den anderen aber nicht so. Naja, doch. Ja, schon. Vielleicht zusammengezählt, ne? Hunde und Katzen. Aber hier haben wir ja nur Pferde. Das ist ja viel einfacher, was zu finden. Aber es gibt halt einfach nichts. Es gibt nichts, was hier wirklich mal passt. Ist immer so halbwegs so, ja, so ein bisschen passt es. Aber den hier vielleicht. Oh, große Blase und leise. Und das ist er nicht. Also 5 positive. Würde nur das hier noch schwierig sein. Das ist so, guck mal, die beiden zusammen. Das ist eigentlich so witzig. Das müsste ich sofort machen. Robert Hoffmann. Ich bin aber gerade so neugierig, dass ich mir die anderen auch noch angucken will. Oh, passt auch. 1, 2, 3, 4, 5. Die passt auch gut zusammen. Jonathan Zimmermann. Dann haben wir noch Martha Walter. 1, 2. Ach, guck mal, das sind super Eigenschaften gerade. Bis auf die gute Koordination, die komischerweise manche nicht wollen. Ah, die würde richtig gut passen. Aber die passt leider hier von den Werten jetzt schon nicht so. Also ich war von Anfang an hier Fan von den beiden. Ich finde, das ist so witzig, weil es so gegenteilig ist. Deswegen nehmen wir den und hoffen einfach, dass das andere gut funktioniert. Bitte, bitte. Es gibt ja nur eine Eigenschaft. Der darf halt keine Kinder haben, ne? Ah, sieht der aus, als hätte er Kinder? Ein bisschen? Nein, ich weiß es nicht. Es könnte sein, aber könnte auch nicht sein. Hey, du, ich habe hier eine kleine Überraschung für uns beide. Ich habe Robert Hoffmann getroffen. Und Robert Hoffmann, das ist ein lustiger Typ. Ich glaube, ihr passt ja gut zusammen. Ich fände es so witzig, wenn hier auch noch irgendwie so ein Typ stehen würde, der dann halt auch so auf die Beschreibung passt und dann das Tier halt abholt. Und dann sieht man die einmal so zusammen. Tschüss. Ja, viel Spaß. Ich glaube, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Es passt sehr gut zusammen. Bis auf eine Sache. Vielleicht. Aber vielleicht passt sie trotzdem. Ich weiß ja nicht. Vielleicht hat er keine Kinder. Bitte. Bitte, er hat keine Kinder. Ja, oh mein Gott. 100%. Oh, das wird richtig gut. 155. Das ist super. Die beiden zusammen. Das passt. Passt so schön. Ja, ich bin aufgestiegen. Oh, ich habe es tatsächlich noch geschafft. Gott sei Dank, ich kann mir einen Mitarbeiter einstellen. Ja, Halleluja. Oder? Oder nicht? Oder doch? Aber ich habe leider sehr viel von meinem guten Kontostand verloren. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich muss jetzt gucken, kann ich? Leerer Platz. Ich könnte. Mache ich jetzt aber natürlich nicht, weil jetzt gehe ich ja gerade. Ich muss beim nächsten Mal dran denken, dass ich mir auf jeden Fall welche einstelle. Ah, das wollte ich nochmal testen, ob ich den Sattel hier reinlegen kann. Jetzt sag mir nicht, das ist nutzlos. Das ist halt nutzlos. Das auch. Warum ist das nutzlos? Ich will das hier rauflegen. Da, guck mal. Da. Oder hier. Hallo. Warum machen die denn so einen Mist? Warum machen die das, dass man sowas hat und dann kann man es aber nicht nutzen? Das ist ja richtig bescheuert. Also bin ich ein bisschen enttäuscht gerade. Das würde ich entweder... Ja, dann lege ich das halt dazu. Ich brauche hier noch eine Bank, glaube ich. Ich brauche hier irgendwie noch was, wo ich dann Sachen drauflegen kann. Dann würde ich hier... Oder kann ich den Sattel da vielleicht drauflegen? Das sieht ja ganz toll aus. Naja. Wie sinnlos seid ihr gewesen, ihr blöden Gegenstände? Und das dann daneben. Okay, gut. I'm not amused. Vielleicht sollte ich das nochmal wegräumen, bevor der nächste Gast kommt. So, tschüss. Da ist ja noch ein bisschen Platz drin. Ja, soweit ist ja, glaube ich, eigentlich alles in Ordnung. Dann haben wir heute nicht ganz so viel leider hier gemacht an Geld. Wir haben dafür aber sehr viel ausgegeben und auch ein schönes neues Gebäude erhalten. Ich habe das Gefühl, dass man auf der anderen Seite irgendwie mehr bekommt. Ich kann nochmal gucken, was die hier so sagen. Oh, naja, 629 ist nicht schlecht. 668 auch nicht so schlecht. 654, 564. Okay, es war doch nicht so schlecht. Naja, dann lohnt sich das ja vielleicht doch. Aber es ist halt immer, sobald einer krank wird, dann hat man halt ein Riesenproblem, weil es dann Ewigkeiten dauert, man ganz viel Geld investieren muss für die ganzen Medikamente und Zeit investieren muss und dann hat man in der Zeit halt keine anderen. Also so, das ist halt wirklich schade. Ich hätte noch so viele schöne Namen mit 10. Jetzt habe ich nur so wenige verwenden können. Soll ich vielleicht in der nächsten Folge nochmal 10 nehmen? Nee, komm, wir machen in der nächsten Folge einfach den nächsten Buchstaben. Wir machen D. Ich kann ja irgendwann nochmal 10 nehmen. Dann kann ich ja nochmal schöne Namen hier raussuchen. Es waren wirklich sehr viele schöne und die ich auch gerne noch genommen hätte. So, schade. Also, nächste Folge D. Irgendwelche schönen Namen, die euch mit D einfallen und dann gucke ich mal, wo ich dann bin, ob ich dann wieder bei den Pferden bin. Was wünscht ihr euch eher? Nochmal Pferde oder wieder zurück oder Welpen oder Tierkinder oder alles? Versuchen wieder alles vollzukriegen, was halt immer schwierig ist, weil dann, wenn irgendjemand krank wird, schwierig. Gerade Tierkinder, schwierig, weil die alle in einem Gehege sitzen und da stecken die sich alle an. Naja, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Aua.